Draußen ist es dunkel, hier ist es dunkel. Wir sind in White Night und es ist mehr dunkel als White. Mein Name ist Dread und ich bin bereit, hier in Episode 12 mich weiter durch die Gruselatmosphäre zu schlagen. Ich habe gerade Wegfindungsstörungen, gehe aber jetzt ins Badezimmer zurück, denn hier habe ich noch nicht alles erkundet, glaube ich. Hier ist ein Lichtschalter. Hier ist erstmal. War der Mann im Spiegel wirklich ich? Ich sah aus wie ein Toter. Großartig. Ah! Nee. Entschuldigung. Ist schon an. Den Stuhl muss ich wegschieben. Ah, hier kann ich noch was angucken. Reinigungsprodukte, größtenteils mit Staub bedeckt. Der Stuhl blockierte die Tür. Mann musste nicht fragen, warum. Okay, raus. Und. Aha. Tschüss. Danke für den Geist vor der Tür. Komme ich dann jetzt hier raus oder was? Nee, dann muss ich da raus. Was soll das? Was soll das? Womit habe ich das verdient? Dass da ein Geist von der Tür grient? Ja, ich weiß auch nicht, wie ich dann da raus soll. Oder einfach vor ihr weglaufen. Ah, ist ja gut, doofe Zippe. Wie lange läuft sie jetzt hinter mir her? Die ganze Zeit, die läuft immer noch hinter mir her, ey. Läuft sie immer noch hinter mir her? Musik hat ausgesetzt. Hier war ich schon. So, das ist wieder das eklige Schmatz-Scheißgeräusch. Aber hier ist ja auch ein Geist. What the fuck, Alter, da ist auch ein Geist. Ach, der ist jetzt hier weg. Die war ja hier vorhin. Ah, hier ist Sackgasse! Fuck! Aber hier kann ich mir trotzdem Bilder angucken. Diese Kinder, zerrte das Haus vor Erinnerung. Bla bla bla, guck dir mal schnell die Zeitung hier an. Vespa-Fabrik 35. In den letzten 20 Jahren hat Vespa für die Ostküste eine ganze Kollektion widerstandsfähiger, unkomplizierter und eleganter Kleidung hergestellt. Das Unternehmen hat die Krise relativ gut überstanden, was eine seltene, wenn nicht gar einzigartige Situation darstellt. Vor allem, wenn man bedenkt, dass die meisten Textilfabriken rings um Boston während dieser dunklen Zeiten Konkurs anmelden mussten. In 10 Jahren hat sich das Unternehmen an die sozialen Bedingungen angepasst und freute sich über stetig wachsenden Absatzzahlen. Das Unternehmen litt nur unter einer einzigen größeren Krise von 1913 bis 1919 nach dem Tod von Henry Vespa, Erbe des Unternehmensgründers Oscar Vespa. Nach einem aggressiven Strategiewechsel versuchte die Firma Kunden aus höheren Schichten für sich zu gewinnen, kehrte jedoch 1934 zu seiner eigentlichen Politik zurück, als Henrys Sohn William die Leitung übernahm wahrscheinlich. Das Unternehmen bietet niedrigpreisige Produkte, was vor allem in diesen schwierigen Zeiten geschätzt wird, und es blickt guten Gewissens in die Zukunft. Wunderbar. So. Hier ist jetzt der Scheißgeist gleich. Ich hatte eine Idee, wohin sie verschwunden war. Muss ich jetzt die Haare kämmen mit der Bürste, oder was? Da ist sie immer noch. Hässliche. So. Was ist jetzt hier eigentlich? Da kann ich sie herholen. Kann ich ihr jetzt die Haare kämmen? Ah! Ach, oder was? Ist das eine Schuhbürste oder was? Ne, weil er sich jetzt gebückt hat. Was macht er denn? Ach, ich hab sie nur gegeben, okay. Ihre Licht. Sie haben nicht die Sadness in ihren Augen gemacht. Wir waren bound. Sie versuchte mich zu guiden, mich zu ziehen. Wie ein Traum, der nur zu sein muss, um zu sein. She had helped me stay alive until now. This was more than enough to want her presence. Baby, come on, dance with me. Eine Ernüchterung. So, sie ist weg und ich habe, was habe ich jetzt dazu gewonnen? Ganz weg. Toll. Und ich weiß immer noch nicht, wie ich hier mal ein Licht anmachen kann, um den Geist zu
Diese Skizzen nackter Leuten wirkten surreal. Das ist ja schon wieder die Zippe. Jetzt hat sie mich. Komme ich nicht weg, glaube ich. Ach, hier kann ich noch rausgucken. Ich brauche mehr Licht. Oh, ich habe nur ein Streichholz. Mit dem schmerzenden Bein stand es außer Frage, durch das Fenster zu fliehen. Warum eigentlich? Das wäre doch mal die Idee. Da steht sie. Schauen mal vorbei. Ich muss erstmal dahin, wo Licht ist. Wo war das? Hier ist ja der scheiß Flur. Ich speichere erstmal. Da liegen nämlich noch Streichhölzer daneben. Dann kann ich mir das leisten. Einmal zu speichern und dann muss irgendwo in diesem Flur, wo sie rumspukt, wahrscheinlich ein Lichtschalter sein, den ich finden muss. Damit ich sie verschwinden lassen kann. So, da liegen Streichhölzer. 4 Stück. Nicht gerade viel, wenn man keine mehr hat, ist man ja quasi Game Over. Oder so, weil ohne Streichholz kein Dive. Du doofe Ziege! Wo ist Licht? Ach, hier geht's weiter. Da ist noch ein Geist! Das ist kein Licht hier. Der Ort schien verbarrikadiert zu sein. Da ist er doch wieder. Guck erstmal raus hier. Ich hatte das Gefühl, die Lichter meines Autos sehen zu können. Ja, raus da, Mensch! Überall Scheiße hier. Henry an William, Vater an Sohn sozusagen. William, mein Sohn, dass du mit ansehen musst, wie ich dich jetzt, wie ich jetzt abtrete, bricht mir das Herz. Ich bewundere deinen Mut und ich weiß nicht, wie ich dir nur danken soll, dass du mich bis zum Ende als deinen Vater gesehen hast und nicht als Kranken oder Verrückten. Ich bin schlapp, meine Finger zittern und trotz allem gibt es noch so viel, was ich dir erzählen will. Der Tod ist schlimm, William. Er macht uns schwach, feige, er nimmt uns alles. Doch zu sehen, wie du aufwächst, war stets eine Freude für mich. Dank dir bin ich nicht nur ein Mann, sondern ein Vater. Ich hoffe, dir genug beigebracht zu haben. Vertrau deiner Mutter nicht, hör auf sie, sei folgsam, aber vertrau ihr nicht. Mit deinem 20. Geburtstag wirst du zum Leiter der Vespa-Fabrik und auch wenn du dann noch jung bist, kannst du dich auf treue Berater verlassen. Hör stets auf Jack Winterstone, du kennst ihn bereits und du wirst es zu schätzen lernen, was für ein wertvoller Freund er sein kann. Dann wirst du frei sein, frei von ihr. Ich muss jetzt schlafen und wenn du zweifelst, spiel Klavier. Ich werde dich hören. Alles klar. Father... So, da ist ein Geist, da ist eine Lampe und das ist hier vorher eine scheiß Tür oder was? Der fällt mich doch gleich an, der Geist da. Nee, spielt da, die sitzt da irgendwie. Bin ich doch vorbei. Nee, warte mal. Das wollte ich nicht. Wollte ich das jetzt? Nee, das wollte ich eigentlich nicht. Ach! Vermaledeiter Geist! So. Also nochmal den Ghost Run. Jetzt weiß ich zumindest, was die mir da... Dass ich da lang kann, dass da weitergeht. Wo ist die doofe Zippe? Da. Ist immer wieder erschreckend. Kannst nichts machen. Das ist immer der Schlussschrei, dann verfolgt sie einen, glaube ich, nicht mehr. Und hier, achso, muss ich mir das eigentlich nochmal durchlesen? Das ist immer so ein bisschen unklar für mich. Eine Galerie aus Gesichtern, direkt aus dem Fegefeuer. Großartig. Da ist die Zippe. Wieso geht denn da mein Streichholz gleich aus? Ah, da liegen Streichhölzer links schon mal. Auf dem Stuhl da. Die hockt da ja nur. Nimm die doch mal. Ach, die, wo sind denn die? Ach, die sind da hinten. Das ist eine optische Täuschung. Da ist die andere Ziege. Ah, hier ist William erstmal. Aus Williams Tagebuch. 5. August 37. Heute Morgen habe ich mich im Spiegel betrachtet und Mutters Gesicht anstatt meinem gesehen. Ich verlor das Bewusstsein. Als ich wieder zu mir kam, hatte ich bereits begonnen, mir die Haut im Gesicht aufzuschneiden. Das wird eine Narbe geben. Heute Abend setze ich meine Maske auf, wenn ich schlafen gehe. Sie ist etwas schmutzig und blutverklebt, aber sie wird mich schützen.
Ich bin unausgeglichen, deshalb gerate ich auch so schnell in Panik. Die Vespa-Fabrik läuft nicht gut. Die Roosevelt-Steuern richten viel Schaden an und der Unterhalt des Anwesens ist äußerst kostspielig. Ich werde einige Mitarbeiter entlassen müssen. Vater hätte es niemals so weit kommen lassen. Ich weiß nur zu gut, dass unsere Arbeiter arme Leute sind. Möge er mir meinen Entschluss verzeihen. Vielleicht wird es eine Erleichterung für die Mittellosesten sein. Zumindest ist es eine Erleichterung für mich. Was ist das? Ah, noch eine Opfernotiz. Heute Nacht, meine kleine Katie, gehst du nach Black Lake und schluckst all diese Pillen. Wenn du Zweifel hast, lies diese Notiz noch einmal. Du hast es schon mehrfach versucht, aber du warst zu schwach. Was hält dich zurück? Lennart ist fort. Er muss einen neuen Job gefunden haben, eine neue Frau. Er ist glücklich ohne dich. Du wurdest gerichtet, ausgelacht, verurteilt. Du bist niemand. Du bist so einsam, dass nur du deine letzten Worte hörst. Deine Zukunft hält nur Dunkelheit und Asche bereit. Sieh in die Nacht hinein und öffne die Augen. Das ist deine Zukunft. Du musst loslassen. Tu es für dich selbst. Joan Bennett. Da ist der doofe Geist. Hab ich noch nicht gesehen, anscheinend. Verschlossen. Doofe, keine Zeit verlieren, ihn zu öffnen. Das war ja schon gelesen. Tschüss. Wie kriege ich hier mal ein Licht zustande? Ist hier irgendwo an der Wand ein Lichtschalter? Ich hatte das Gefühl, die Wände würden mich anstarren, mich verurteilen. Das ist wieder dieses schmatzende Kackgeräusch. War ich selbst nicht auch ein Porträt gefangen in diesem Haus? Gefangen in diesem Haus, aber auf jeden Fall, ey. Okay, also irgendwas, da sehe ich mal wieder. Da ist so eine Lampe, aber vor der Lampe sitzt eine, ihr wisst schon, eine Frau. Ich muss in dem Flur irgendwie Licht ankriegen und dieses Schmatzgeräusch ist ja widerlichst. Das ist von dem Geist, der hier um die Ecke sitzt. Ach, hier ist noch eine Tür. Achso, warte mal, da war ich ja schon drin, oder? Ah, die ist jetzt zu. Da war ich ja vorhin drin. Unberührte Nahrungsmittel. Jemand hat kurz hier gegessen. Guten Appetit! Ah, hier ist das Bad. Okay, habe ich hier was übersehen? Spiegel, Lampe ist an. Rausgeguckt habe ich mehrfach. Ne. Dürfte ich eigentlich nichts übersehen haben. Naja, ja, du olle Zippe. Hier ist irgendwo hier ein Licht. Ah, hier ist eine Tür. Nein, du alte Zippe. Kacke. Ah, ich muss durch die Tür da. Ach. Ja je. Na gut, diesmal kann ich wenigstens versuchen, gleich durch die Tür zu gehen. Wenn sie nicht gerade mir im Weg steht. Hier. Oh, da ist sie. Rein da! Oder auch nicht. Ist das Leichenscheiße? Einige Angestellte der Vespa Textilfabrik. Ehre im Vertrauen William. News. Oh, jetzt sind die Fliegen die ganze Zeit im Hintergrund. Das ist ja toll. Als Wahrzeichen Bostons war es Vespa gelungen, die Wogen der in sich zusammenbrechenden Wirtschaft schadlos zu durchqueren. Weithin glaubte man, sie hätten das Zeug, die Prüfung der Zeit zu überstehen. Heute jedoch, während Amerikas Industrie sich langsam unter Roosevelts Reform erholt, kann man nicht mehr übersehen, wie angeschlagen Vespa ist. Arbeitsplatzkürzungen, Lieferausfälle, Rücktritte im Vorstand, ungerechtfertigte Auslandsinvestitionen, das Unternehmen scheint über sich selbst zu stolpern und viele langjährige Angestellte beginnen sich zu sorgen. Nach wie vor weigert sich William Vespa, Erbe und Vorstandsvorsitzender, die Situation zu kommentieren. Bleibt zu hoffen, dass es sich nur um ein vorübergehendes Tief handelt. Also ist hier nicht ein Kerzenständer, den ich anzünden kann. Das Bild eines Kindes mit dem Wort Dad drauf. Dieser Leichnam war der von Henry Vespa. Da liegt echt Henry Vespas Leiche noch rum, ey.
Eine Sammlung kleiner Spielzeugautos, geschützt hinter Glas. Hier hat Margaret noch was geschrieben. Nach dem ersten Anfall habe ich sein Zimmer nicht mehr betreten. Heute stattete ich Henry nach meinem Gebet einen Besuch ab. Ich erwartete, einen gebrochenen Mann vorzufinden, umhüllt vom Gestank des Todes. Doch ganz im Gegenteil, er wirkte friedlich und das Zimmer war sauber. Die Dienstboten versorgten ihn wie ein Kind. Als ich ihn nach seinem Befinden fragte, lachte er. »Du bist eine dunkle Sonne, Margaret. Es tut nicht gut, dass du hier bist.« Ich bot ihm an, mit mir zu beten und mit mir zu teilen, was er auf dem Herzen hatte. Er antwortete, »Mit einem verschlossenen Herzen kann man nichts teilen.« »Gott ist offen für dich«, sagte ich ihm. »Ich bin nur sein Gefäß.« Da zitierte er die Bibel. »Die Erde aber war wüst und wirr, Finsternis lag über der Urflut« und fügte hinzu, »So ist die Welt jetzt für mich.« »Es heißt dort aber auch, dass der Geist Gottes über dem Wasser schwebte«, entgegnete ich. Er lachte. »Du bist jeden Tag von seinem Geist erfüllt, und zieh dich doch an und sag mir, dass er dich nicht vergiftet, dass er nicht vergiftet ist.« Ich verließ ihn, seine Seele ist tot, sein Körper wird ihm schon bald folgen. Alle Kerzen hier drin waren vor langer Zeit runtergebrannt. So ein Jammer, ich hätte gern Licht. Jemand hat einen letzten Brief geschrieben und wurde dann zu Staub. Ah, hier hat Margaret noch was geschrieben. Henry umklammerte eisern meine Handgelenke. Ich konnte mich nicht bewegen und ich sah Gott mit einem Schwert, das einen stählernen Stern trug. Die Furcht fiel von mir ab und ich begann zurückzugehen. Dabei zog ich Henry aus dem Bett. Er fiel auf den Boden und sein Kopf traf die Vase. Als er stöhnend versuchte, das Blut zu stoppen, das aus der Wunde in seinem Kopf quoll, sprach ich zu dem Schatten in ihm, »Glaubst du, du kannst mir Angst einjagen? Ich fürchte dich nicht mehr. Wenn du meinst, du hast einen Platz in dieser Familie, dann muss ich dich enttäuschen. Henry kannst du haben, aber William kriegst du niemals.« Henry begann zu weinen. Seine Augen rollten, als riefe er nach seiner Mutter. Gott, wie ich solche irren Blicke hasste. Dr. Rosenthal diagnostizierte fortgeschrittene Syphilis, von Gott weiß woher. Ich war nicht überrascht. Er sagte mir, ich sollte mich auf das Schlimmste vorbereiten, dass weitere Anfälle kommen würden. Das war mir gleich. Mich kümmerte nur die Zukunft, nur William. Er kann noch gerettet werden und mit ihm die Würde unseres Hauses. Das hier ist meine Aufgabe und ich werde alles dafür geben. Ja, und wie das Leichenzimmer dann noch so aussieht, schauen wir dann uns in der nächsten Folge an. Bis dahin, euer Dredd.